Hallo, willkommen hier vor. Wir sind hier vor der Start und ja, wir werden da mal weitergehen, würde ich sagen, bei Baldur's Gate 3 und gucken, was uns so erwartet. Im letzten Video, wollte ich sagen, in der letzten Folge hatten wir dieses Geisterschiff. Und jetzt werden wir hier von hier aus in die Stadt gehen und gucken, was da so passiert noch. Wir sind ja durch den Brunnen gekommen, sind irgendwann hier unten gelandet und dann den ganzen Weg hier lang zum Geisterschiff. Man landet immer irgendwo, ich weiß auch nicht warum. Hier gibt es so viel zu entdecken und generell in diesem gesamten Spiel, ne? Hier schon wieder, jetzt hast du den Beutel gefunden hier, gehst hier hoch und denkst dir so, oh cool, jetzt sind wir hier. Finden Balsam, können uns hinhocken, Lagerfeuer machen. Finden einen Erdhaufen. Was ist heute hier los? Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen guten Tag gehabt heute. Oder ihr werdet ihn noch haben. Oder beziehungsweise einen wunderschönen guten Abend. Je nachdem, wann ihr das guckt. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für diese tollen neuen Abonnenten. Und na, wenn ihr mich unterstützt wollt, gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr den Algorithmus mich unterstützen wollt, gerne liken oder einen Kommentar schreiben. Wäre auch sehr, sehr nice. Und ja, dann gucken wir mal hier. Wir wollen aber nichts klauen. Und ich glaube, in diese Kirche oder diesen Tempel kamen wir, wollten wir sowieso rein, wo wir vor diesem Brunnen waren. Deswegen denke ich mal, wir gehen in die Stadt. Damit wir, ne? Was ist denn hier schon wieder los? Hallo, was geht hier ab? Hier ist auf jeden Fall schon mal Fisch. Ans Lager senden. So. Was mit dir, Faust Wief? I've got my eye on you. And them over there too. I don't miss a thing. Okay, dann mach das mal. Warum redest du so? They won't let us in. And they ask we are nice too. Okay. Also, ich hatte doch keine Kritik als an jüngere Darsteller hier in diesem Spiel, aber das war schon zu jung. Es hätte eher zu so einem Dreijährigen gepasst, aber doch nicht fünf, sechs, die hier rumlaufen. Egal, das war nur einer. Was passiert denn hier, Billy Gunn, Indigo? Ja, natürlich, ich will mich nicht vordrängeln. Ich will nur gucken, was hier los ist. Not till they let us through. Sagte ich, und später gehen wir hier einfach durch. Mit Sicherheit. If they just listen. Die hören nicht zu. We can't get in. I have family here. They said we'd be welcome. Ich meine, die hören bestimmt zu, aber die können nichts machen wegen Goffrick. Hieß der so? Nee, Goffrick. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Egal. Aber was ist hier los? Take it somewhere else. My hands are full. Aber ich wollte fragen, was hier los ist. Ich wollte nichts klären oder sowas. Damned outsiders. Swarm in the place. Ja, aber man kann ihnen doch helfen. Was passiert denn jetzt? Ich hab nichts getan, bin hier einfach vor. Halt! By orders of Lord Gortash. Ach, Gortash war das. Refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Du hast was im Gesicht. Wieso kriegen wir denn die ganzen Bugs? Dein Let's Play. Kriegen wir mal alles. War das bei allen? So schreibt mal in die Kommentare oder seid ihr da einfach durchgegangen und so, oh, das geile Spiel. Es ist ja auch nice, ne? Und abgesehen von den Bugs. Wir haben leider das Pech und finden alle Bugs, würfeln Einsen. Oh mein Goodness. Kehrt um. Ich bin kein Flüchtling. Ich habe wichtige Dinge in der Stadt zu erledigen. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr es hier redet. Lasst mich durch, sonst ist euer Tod. Aber wieso rede ich denn mit... Wir waren doch mit mir unterwegs, oder hatte ich Shadowheart? Nee, mit mir, ne? Warum redet ihr jetzt Shadowheart? Ich wäre hier doch Bewohner. Schon gut, ich mache mich wieder auf den Weg. Ich habe wichtige Dinge in der Stadt zu erledigen. Wieso 200?
Lass mich doch nicht bestechen. Ich brauche kein Geld. Ich lebe von allem, was ich in der Natur finde. Achso, ich rede doch mit ihm. Then you don't need to be in the city. Next. Hallo? I heard he's a good man. Aber ich will mit fürs Gorta schreien. Nochmal bitte, ohne verbacken. Ich muss in die Stadt. By orders of Lord Gortash. Refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Du hast immer noch was im Gesicht. Ich bin kein Flüchtling. Well, do you have the means to support yourself? Warum denn? Ich bin Bewohner, ich bin pleite. Ich brauche kein Geld. Ich lebe bei allen, was hatten wir eben schon, ne? Ich brauche kein Geld. Then you don't need to be a... Wie geben der kein Geld? Ich gehe da auch nicht rein. Gut. Werden wir tun, aber werden wir das bezahlen? Ja, ja, und hier der Stahlwächter. Citizen, you are being accompanied by a malfunctioning steel watcher. Oh, okay, gut. Please stand back. I think you have the wrong hunk of metal. False. Report your purpose, steel watcher. Why are you following these citizens? Ah. I understand your malfunction. Your unit is a highly outdated model. The Ragnak's casement protecting your metallurgized ice valves is burning well outside the recommended temperature. Please report to the Steelwatch Foundry for dismantling. Das Ding hält euch für einen der Seinen, Karlach. Warum? Sie hat doch die Maschine eingebaut gekriegt, oder? Vielleicht. Oh nein. Stellt euch vor, die sind ja neu hier, ne? Und mit Magie oder sowas. Keiner weiß, warum die rumlaufen, sind aber eine mächtige Hilfe hier in der Stadt, wie wir schon erfahren haben wahrscheinlich. Also nebenbei von einigen, ne? Stell dir vor, das waren alles Menschen. Und Karlach war der Prototyp. Weil sie hat ja eine drinne, mit der sie mächtiger wird und so, aber die Seelenmünzen braucht. Stell mal vor, man hat sich so weit entwickelt und alles menschlich weggelassen und die gehorchen den Befehlen und können somit, weil sie mal menschlich waren, der Absoluten gehorchen. Oder denke ich da viel zu weit? Jetzt habe ich viel zu weit gedacht, oder? Aber wenn die schon sagen, das ist auch ein Stahlwächter oder die sie anerkennen und sowas. Und wir wissen ja Carlas Vorgeschichte, sie wurde verkauft, damit jemand mit ihr machen kann, was sie will, als Gefangene, aber den Krieg anführen, weil sie sehr stark ist und sowas. Vielleicht war sie auch dann der Prototyp und hat die Kriege geführt, weil einerseits wollte der Teufel das so und andererseits Versuchsobjekt, wie weit sie gehen kann, bis sie dann geflohen ist. Das hat Damon auch gesagt. Wisst ihr, wie man diese Maschine mit viel Funktionen repariert? Yeah. Hey, Metal Man, if I report to this foundry, can my engine be fixed? Your make is very obsolete. Repairing your engine would be not only impractical, but impossible. Report to the Steelwatch Foundry for immediate dismantling. Yeah, yeah. Tell me something I don't know. Ja, Versuch was wert. Das Ding hält euch für einen der kleinen Karlach. Warum? Not sure. Maybe whatever keeps them going is similar to my tin can. Turns out I'm the fucking prototype for these things. I'll dismantle every single one of them. Any threat to the Steelwatch is a threat to Lord Gortash himself. Please report to the Steelwatch Foundry for immediate dismantling. Was könnt ihr uns über Fürst Gortash sagen? Yeah. Anything spicy you can tell me about the old prick? You will speak of our creator, Lord Enver Gortash, with respect. He is the savior of our city. Currently being inducted as the Archduke of Baldur's Gate. You will keep your distance, Steel Watcher. You are malfunctioning.
Report to the Steel Watch Foundry. Ja, das hättest du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ist okay, wir wissen. Before this thing gives me the lash of bane. See you around, soldier. Okay, aber ja, Karlach hat es gut erwähnt, wenn sich rausstellt, dass sie der Prototyp ist, dann knallt. Ohne Mist, was man hier erfährt, einfach so nebenbei, ne, wenn man sich das alles merkt und so, Alter, krass. Ah, are you trying to get into the city? Ja. Got a minute to tell me about your experience at the gate today. Können wir, gerne. Mal halblang, wer seid ihr? Warum die Sicherheitsvorkehrungen? There was a skirmish a few days back. A band of absolutists came close to entering the city. People started panicking, so the gate got closed. My editor at the Boulder's Mouth Gazette sent me down to get a first-hand account of the chaos. Okay. You want some fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay, whether or not that's the truth or not. Und was haltet ihr für die Wahrheit? That the refugees here are desperate, hungry, scared people. They're no mob. They just want to be safe. Ja, das glaube ich auch. Absolutists marching from Moonrise Towers. Whole towns felled by strange curses. It's no wonder they ran. Of course, I can't write any of that. My editor only releases stories his friend Lord Gortash approves of. And he's very selective. Wow, grauenhaft, so viele in der Stadt haben keinen Schimmer, was vor sich geht. Wo finde ich denn euren Herausgeber? Ich würde gern mit ihnen reden. Klingt, als würdet ihr Gortash Propaganda drucken. Vielleicht schreibt ihr einfach schlecht, schon mal dran gedacht. Ah, okay, grauenhaft, so viele in der Stadt haben keinen Schimmer, was vor sich geht. Most would rather bury their heads in the sand anyway. Saves them the bother of feeling responsible. I'll try and get the truth across. Who knows? Maybe a line or two will meet Mr. Needle's approval. I won't be holding my breath. Das auf jeden Fall cool. Sorry, can't talk. I'm on a deadline. Okay. Sie scheint auf jeden Fall nett zu sein, hoffentlich. Haben wir hier mit einem geredet, der auch hier... schon redet mit denen anders. Ist noch ein kein Halsband, kann ich es bald. You want to know all about Stelmane's murder? Hottest topic in Rivington, apart from the march of the Absolute's army, I suppose. Got today's edition of the Baldur's Mouth Gazette right here. You want one? Für zwei, ja klar. Ihr wisst, dass ein Mord nichts Gutes ist, oder? Mich hätte der Artikel über die Armee der Absoluten mehr interessiert. Habt ihr den auch? Ein andermal, ja, komm hier. Excellent. Der braucht bestimmt auch Essen. You enjoy that one, all right? It's really gory. Stelmane is dead. Refugees. This does not bode well. Outsiders. Ja, das heißt wahrscheinlich nichts Gutes. Wir können uns das mal angucken. Wenn ich finde, wo. Da. Lesen. Oh, das ist aber cool. Cool, dass wir es gekauft haben. Ohne Mist. Hä, kann das nicht alles so aussehen? Edward Needle, Editor in Chief. Baldur's Mouth, Baldur's Gate Painting and Publishing Company, East 1339, Edition 86. Händlergilde erklärt Markt für magische Gegenstände durch Abenteurer gerettet. Ritualmord an Herzogin Stelmane in der Taverne Elfgesang weiterhin ungeklärt. Postmeister dann zu Bogenmacher unter Druck. Was geschieht mit unseren Briefen? Ich wünschte, ich könnte das noch lesen. Wachsende Spannungen zwischen Baldurian und Flüchtlingen. Wir dürfen nicht riskieren, Spione der Absoluten aufzunehmen. Aber das besteht hier alles der Absoluten. Spendenaktion im Flüchtlingslager. Jede Gabe zählt. Krönung. Gorta steht bevor. Er lebt den Aufstieg des ersten Erzherzogs von Baldur's Gate. Tipps zum Geldsparen von Bloris Methoning. Okay. Ist sehr, sehr nice und liebevoll gemacht. Okay, Stelmane ist irgendwie umgekommen. Und das sollen wir jetzt auch nachgehen, weil unsere Stimme im Kopf gesagt hat, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
glaube, die sind nicht schuld. Das ist deine Allergie. Du solltest woanders arbeiten. Dieses Poster nennt Gortash den Retter der Stadt. Eine ergebende Patrioten, dem nur Baldurs Gate am Herzen liegt und einen Freund der Verängstigten und Unterdrückten am Arsch. The circus of the last days has returned. See Dryad's Djinn and Dribbles the Clown. Hier ist noch ein Taubenplakat zur Gortash-Krönung. Fürst Gortash wird Erzherzog. Große Zeremonie in der Audienzhalle im Würmfels. Gortash is being named Archduke. Time to pay Worms Rock a visit. Seid ihr ein liebevoller Vogelzüchter und Freund des Briefeschreibens oder vielleicht lebt ihr neben einem Park voller leicht zu fangender Tauben? Wir von den Schwertküsten kurieren geschwind wie der Wind, bieten den doppelten Preis für jede brauchbare Taube, die ihr findet. Weitere Informationen bei Postmeister Bogenmacher. Hinweis: Tauben bevorzugen, aber Kanarienvögel, Finken, Papageien und sämtliche andere Haushaltsvögel ebenso akzeptiert. Sportliche Hündchen auf Verhandlungsbasis. Die Krönung nehmen wir auch mal mit. Können wir so ein Plakat mitnehmen? Nee. Aber hier, so ein Gortash-Plakat. Wir brauchen kein Heldenplakat hier. Die Leute sollen das nicht sehen. Weg damit. Kann man das alles wegbringen? Das wäre so lustig. Einfach alles wegnehmen, ans Lager senden. Perfekt. Nicht mehr da. Kann keiner mehr sehen. Flüchtling, Flüchtling, Flüchtling. Hier vorne auch ein. Hier oben wollten wir ja rein. Wir müssen noch mit denen hier reden. Aber hier ist auch noch ein Häuschen, ne? Können wir in dieses Häuschen gehen? Dann haben wir das auch schon mal abgehakt. Mal gucken. Wir sollten auch schon mal abspeichern, ne? Weil, ja. Wir haben schon viel mit welchen geredet. Es ist die Zeit, sehr, sehr viel zu reden, aber es ist auch spannend, oder? Nee, ich. Abfertigungsbuch. Eine Übersicht verschickter Sendungen auf der neuesten Seite aufgeschlagen. Verschickte Pakete, Anfrage zu Tauben, Volkrad Park, Entschuldigungsschreiben der Poststation, Nidfrickelsheimer, Ars Mystica, Vantampur, Baldus Ohr, Kassetten, Liefergebiet, Vorstadt. Der ist der Verlag, ne, wahrscheinlich, von der Zeitung. Erinnerungen bei Estra wegen versprochenen persönlichen Interviews nachhaken, die... Bericht von der Front, Herzog Ravengard, Komponentenbeutel, Zaubererzubehör, Briefe von Flüchtlingen, Rektorin Janis Tempel der offenen Hand. Gut, was haben wir noch? Baldurs Ohr, 1972. Edward Niebel, Bürger zuerst, Gortash zur Flüchtlingsgelichter. Absolut unwillkommen, Stadt zeigt Kultur, die kalte Schulter. Razzien bei kriminellen Banden, die stabilisiert. Sieren Unterwelt. Erste Gala feiert Rekrutierungsseason. Stahlwache hält Verbrechen weiter im Stahlgriff. Tiefwasser wartet bei Hilfslieferungen in Bürokratie. Fleischstandards und die gemeine Ratte Ratschläge bei Belagerung. Cool. Haben wir noch mehr aus? Plakat zur Krönung. Die nehmen wir mal wieder mit. Das muss keiner sehen. Wir durften das ja auch, ne? Kalimshan Grundlagen. Ein Führer zu örtlichen Kalimshan-Dialekten mit ungelenkten Notizen übersehen. Ihr wollt durch die geschäftigen Straßen von Kalimhafen schlendern, euch in einen Bradergasse ducken und den Geruch von Azad aus den Küchen einsaugen. Ihr wollt, dass die Einheimischen auch respektvoll euch zunicken, als wäret ihr ein Alimarifi. Nun, dann lest weiter, edler Reisender der Sprachen, um zu erfahren, welche linguistische Wunder euch in die wunderbaren Gegenden erwarten. Oh, cool. Ein Eilbericht haben wir hier. Also dann, Astarion, Eilbericht. Wir lenken ihn ab, Astarion macht das schon. Kommt ihr alle mal nach vorne? Astarion muss da sehr, sehr alleine sein. Und dann, ne? So.
Was für eine Distanz? Keep my distance. Oh, ich habe mir hier was angeguckt. Ach, mal gucken hier. Oh, cool. Wir haben es geschafft. Astarion hat es geschafft. Wir klauen ja nichts. Nur Astarion macht das. Öffnen, Astarion. Hä? Aber er sieht doch nicht, ob wir es geöffnet haben. Was siehst du denn? Später! Was? Ein Dieb auf freien Fuß? Hä? Versuchen, die Situation herauszuheben. Vielleicht kann ein wenig Gold. Red dich heraus! Oh mein Gott, wir werden enttäuschen, kann er. Da habt ihr gesehen, das war der Dieb, der ist geflohen. Bitte, Astarion, bitte. Du könnt das nicht gebrauchen. Ach, danke. You may have talked your way out of this one, but there will be no repeat performance. Gut, wir werden dann nicht mehr kommen. Tschüss. Kommt die Adi hierher, wir müssen Brief lesen. Dass er es mir bemerkt hat, dass man Brief liest, ne? Krass. Großherzog Ravengard, geheim. Nachdem die Truppen der Absoluten von den Türmen des Mondaufgangs nach Westen gezogen waren, haben sie Angarvlet eingenommen und sich dann in zwei Flügeln aufgeteilt. Ein Flügel hauptsächlich aus Grottenschrats und menschlichen Söldnern und Briganten bestehend, ist nördlich des Shiontar verbliebenen und zieht auf der Skuldasstraße Richtung Westen. Dieser Flügel bedroht Tempus Tränen. Wenn ihr dies lest, ist die Siedlung vermutlich schon gefallen. Der zweite Flügel, hauptsächlich bestehend aus Goblins der sieben Stämmen, versteckt durch Hobgoblins, hat den Fluss überquert und marschiert nun an dessen Südufer westwärts zur Sonnenspitze. Später stellt er dann eine Gefahr für Riviken und Würmbrücke dar. Beide Flügel werden von einem Kader abtrünniger Drow-Offiziere befehligt, die tagsüber leicht an ihren breitkrempigen Schattenhütten zu erkennen sind. Im chaotischen südlichen Flügel gibt es da deutlich weniger solche Offiziere. Und ich glaube, die Goblins wären durch einen Hinterhalt auf den Feldern südlich von Rivington verwundbar. Speer Manip Nashkelan. Ich glaube, das ist gut, dass wir das haben. Ans Lager senden, bitte. Cool. Also wir wissen jetzt was anderes. Wurden aber unterbrochen. Ich speichere mal. So, was jetzt hier? Dann zum Bogenmacher. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Moment, Lieferung nicht garantiert. Ich will nicht verschicken. Ihr könnt euch die Werbesprüche sparen. No routine here. Nein, gar nicht. Delivering from Candlekeep to Waterdeep and beyond. Ja. At least normally that's the case. We've had to limit our service. Hard to send letters by road when there's a rampaging army of fanatics bearing down on you. I'll tell you which left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? Ach. Kein Motiv erkannt. Wisst ihr, wo Vögel verschwunden sind? Ich könnte die Tauben für euch finden. Meine Gebühr ist sehr günstig. Wisst ihr, wo die Vögel verschwunden sind? Normally they fly true as an elven arrow. Something nearby is snatching them. I can tell you that much. Vermutlich. Gut. Ich könnte Tauben für euch finden. Meine Gebühr ist sehr günstig. Ich kann untersuchen, was mit den Tauben geschehen ist. Well, if it's not too much trouble, I'd be much obliged.
Any letters you find, bring them back to me, unopened, of course, and there's some gold in it for you. Cool. Das werden wir vielleicht tun. Hast du noch was zu sagen? Stumbled across those letters yet? Noch nicht, ich halte weiter, Ausschau. They'll turn up in the last place you look. I'm sure. Cool. Das machen wir auf jeden Fall. Dürfen wir denn hier rein? Ich meine, das ist nicht rot. Ein Hunderegister, wir lesen nur. Diese Übersicht über Kurierhunde ist gewählt von getrockneten Speichel und von Hundehaaren. Bingo, keine Flöhe, aber jede Menge Klumpen im Fell. Verfilztes Fell, Mundgeruch, bellt immer noch laut, braver Hund. Ah, Snee, braves Mädchen wie immer, kein verfilztes Fell, kratzt dich gelegentlich mal nach Flöhen suchen. Kratzer, immer noch verschwunden, vermisst dich klein, was? Kratzer haben wir doch gefunden, oder? Immer noch verschwunden, vermisst dich. Watch Nabis Leben. Die Tauben, die den Kuriern der Stadt dienen, haben viel mehr Ansehen verdient. Nehmen wir zum Beispiel Schnabi, eine Taube, 10 Jahre alt, Ur-Ur-Urgroßvater und edler Verrichter seiner gewaltigen Pflichten. Es gibt kaum ein Baldurier, der diese edle Taube mit orangenfarbenem Schnabel und kohlefarbenen Flügeln noch nie durch unsere schöne Stadt hat zischen sehen. Schnabi hat herzögliche Erlässliche transportiert, Hochzeitsankündigungen, Hilferufe und mehr, ohne dass seinem gurenden Schnabel je eine Beschwerde entwichen wäre. Wer unter uns kann von sich behaupten, eine solche edle Beruf dienstbeflissener auszuüben? Cool. Schnabis Leben. Ein Rucksack, wir werden nichts klauen, wie gesagt, ne? Hier ist eine Tür abgeschlossen. Vielleicht können wir die aufmachen. Nee. Wir müssen da ja auch nicht raus. Wir können auch draußen rumgehen. Was ist das hier? Jefferson Moss. Pigeons are very sensitive. Ja, glaube ich. They can't fly straight if they're disturbed. Cool. Ich wollte ja auch nur... kann man mit Tauben reden? Warte mal. Wir können mit denen reden, ne? An den Einstellungsverantwortlichen Gießerei der Stahlwache. Seid gegrüßt, ich bin ein erfahrener Schmiedehelfer und sitze momentan in Rivington fest. Gehe aber davon aus, dass ich bald Einlass in die Stadt erhalte. Ich hoffe, dass ihr mir dann gestattet, mich in eure berühmten Gießerei vorzustellen. Ich werde nämlich Arbeit benötigen und bin wirklich sehr gut im Hämmern und, Zängen. Wie dem auch sei, vergesst mich nicht, ich komme demnächst vorbei, damit ihr sehen könnt, ob ihr mich einstellen wollt. Enris Zange Buxter. Anfürst Heverward Gist. An den ehrenwertesten Fürsten Heverward Gist. Euer Ruf als wohltätiger Adeliger ist weit über die Mauern von Baldur's Gate bekannt. Eben jene Mauer, welche meine Familie von dem Zorn der Absoluten beschützen würde, könnten wir doch nur Einlass erhalten. Doch die flammende Faust am südlichen Teil der Würmbrücke weigert sich standhaft, uns passieren zu lassen. Ich flehe euch ausdrücklich an, euren Einfluss geltend zu machen und ihn aufzutragen, uns einzulassen. Unser ewiger Dank wäre euch sicher. Und solltet ihr die Dienste eines erfahrenen Schreibers benötigen, wäre ich gewillt, für ein rein nominelles Gehalt für euch zu arbeiten. Schreiber Galla Böhm in Rivington. Okay. Dann haben wir noch Formular H, Zutrittsverweigerung. Namen des Antragstellers einfügen. Die flammende Faust muss euch leider mitteilen, dass euer Antrag auf Einlass nach Baldur's Gate abgelehnt wurde. Begründung, alles Zutreffende ankreuzen. Ausweichende Antworten auf Routinefragen. Verdacht auf Verbindung zu einem Kult. Zweifel an der wirtschaftlichen Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen. Abgelehnte Antragsteller können nach einem 10-Tag einen erneuten Antrag stellen. Allzu häufige Anträge werden jedoch von Belästigungen angesehen und können bestraft werden. Ja, aber es mit Flüchtlingen, die nicht arbeiten können, weil sie gerade krank sind, hilft doch allen!
an Lily Chessman, Provost Akademie, noch dies Jahr. Liebe Lily, Papsi und ich können unser Glück kaum fassen, dass wir dich als Schülerin am Internat Provost unterbringen konnten, bevor die Stadttore wegen dieser Flüchtlingskrise versiegelt wurde. Es hat uns zwar zwei Arme und ein Bein gekostet, doch wenn es dafür sorgt, dass du in den Mauern der Stadt bleibst, bis die Gefahr vorüber ist, ist uns das jeden Preis wert. Mach dir um deine Eltern keine Sorgen, wir sind in Rivington recht sicher, solange die Stahlwache uns beschützt. Und was auch geschieht, was du auch hörst, komm bloß nicht auf den Gedanken, die Stadt zu verlassen. Zu wissen, dass du in der Akademie in Sicherheit bist, hält uns jeden Tag am Leben und wir werden das durchstehen, dass du das weißt. Helm segne und beschütze dich, Lilly, Mamsi. Oh, süß. Und traurig zugleich. Dann noch die Taube. Hallo, Taube. Name and rank. Quickly now. There's a war on. Gegen die Absolute? Ich weiß, ich kämpfe in diesem Krieg. The Absolute? Poppycock. Enemy propaganda designed to confuse simple minds. Not your fault you fell for it. You need a strong leader like myself to see the wood under the trees. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Triumpha. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. Oh, Entschuldigung, Offizier. Ich habe gehört, dass einige eurer Offiziere verschollen sind. Was ist mit ihnen passiert? Damned awful business. Fine flyers, a lot of them. Gone without a trace. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. They're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Okay, cool. Leave me be, Groundwalker. I've reports to prepare. Gibt es weitere Informationen über diese Mission? You'll want to watch out for the enemy's observation post, of course. Tallest point around these parts. It used to make a bloody awful racket, but it's fallen silent. No doubt our enemy has claimed the territory. Cool, okay. Die anderen Tauben? Na, in den nächsten Part machen wir dann die anderen Tauben. Es ist schon wieder fast rum hier, aber nächstes Part, die anderen Tauben. Hier unten noch diese beiden hier, die ich gesehen habe. Dann sind wir wieder am Brunnen. Die Leute am Brunnen hatten wir schon. Hier hinten gehen wir dann lang, wenn wir hier drinnen waren. Hier oben geht es ja anscheinend weiter. Das heißt, wir kamen von hier hinten da durch, sind da hinten einmal gewesen, unten drunter und werden nächsten Part hier reingehen. Gucken, was da so abläuft. Und werden wahrscheinlich danach dann hier hinten lang gehen. Vielleicht ein Part noch da hinten brauchen, was auch immer da ist. Und dann sind wir hier oben durch wahrscheinlich und gehen weiter. Ist nicht mehr lang. Es macht auch voll Spaß, weil hier passieren immer Dinge. Jetzt sind wir bei den Tauben. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, dass wir dann hier weitermachen können. Auf Wiedersehen. Tschüssi.